Nice. Topspiel am 27. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga. Der Tabellenzweite, der HSV, trifft auf den Tabellenerste. Das ist ja erfreulicherweise unsere Arminia. Im Hamburger Volksparkstadion wird am Sonntag, der 24. Mai um 13.30 Uhr, der Ball rollen. Auf das letzte Spiel unserer Arminia auf der Saison des HSV und auf den Kader des HSV werden wir natürlich wie gewohnt nach dem Intro schauen. Ja, bittere Pille, wir schauen auf das Derby, wenn man das unter diesen Umständen überhaupt so sagen kann, gegen Osnabrück zurück. Die Partie nahm eigentlich ihren gewohnten Lauf. Nach 17 Minuten zeigte Schiedsrichter Harm Osmars auf den Punkt, nachdem Klos von Van Aken zu Fall gebracht wurde. Der Gefaulte trat selber an und verwandelte lässig. Seitdem kam von der Arminia nicht mehr viel. Man versuchte den Ball zu halten und spielte lieber hinten über Ortega rum, als aufs Weiter zu gehen. Die spielte natürlich auch Osnabrück und so wurden sie gerade in der zweiten Hälfte immer stärker. Also kam es, wie es kommen müsste. 94. Spielminute. Eine Flanke landete am Pfosten und von dort direkt vor die Füße von Marcos Alvarez. Drin der Ball 1:1 entstand. Da aber auch der VfB als auch der HSV gepatzt hat, hat man sogar noch einen Punkt auf dem Platz 3 gut gemacht. Wie gesagt, der HSV steht auf dem zweiten Tabellenplatz. Jo, der Arminiantuber aus dem Schnitt hier. Bitte nicht wundern, ich muss das Bild jetzt einmal spiegeln, da ich mich ja erfreulicherweise auf die falsche Seite gestellt habe. Also nicht wundern, sieht zwar scheiße aus, aber ist leider so. 45 Punkte, damit punktgleich mit dem VfB Stuttgart. Bislang konnten sie 50 Tore selber erzielen und mussten 30 Gegentreffer hinnehmen. Damit stellen sie nach unserer Arminia die zweitbeste Offensive der Liga und nach unserer Arminia und Heidenheim die drittbeste Defensive der Liga. Hierzu muss man allerdings sagen, dass sie sich diesen Platz mit dem VfB Stuttgart teilen, denn die haben auch 30 Gegentore hinnehmen müssen. Aus den letzten 5 Spielen konnte man mal gerade 1 gewinnen. Das war am 25. Spieltag gegen Young Regensburg. Zudem verlor man 2 Spiele und zwar das Stadtderby gegen den FC St. Pauli und gegen Erzgebirge Aue und spielte 2-mal unentschieden gegen Hannover 96 und Greuther Fürth. Wir schauen als nächstes auf die Durchschnittsstatistiken und vergleichen dies mit der unserer Arminia. Sie erzielen im Schnitt 1,9 Tore pro Spiel, da liegt unsere Arminia bei genau 2. Kassieren 1,2 Gegentore pro Spiel, da liegt unsere Arminia bei gerade mal 1, ganz glatt. Besitzen den Ball zu 59%, bei unserer Arminia ist das bei 57%. Dieser Punkt geht an den HSV und ebenfalls an den HSV gehen die angekommenen Pässe, denn da liegen sie bei 83% und unsere Arminia bei 82%. In den letzten 5 Spielen ist man in folgenden Formationen aufgelaufen. Im 4-1-4-1 in Fürth, im 4-1-2-1-2 gegen Jan Regensburg und im 4-3-3 gegen Aue, St. Pauli und Hannover 96. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie das Spiel nicht allzu passiv angehen werden und somit mit einer Doppelspitze im Sturm spielen werden. Also gehe ich hier im 4-1-2-1-2-System. Zunächst schauen wir aber erstmal auf die Verletztenliste des HSV. Diese ist zum Glück nicht allzu lang. Da wären zum einen Torhüter Julian Pollersbeck, Rechtsverteidiger Jan Giamera und die beiden kürzlich Verletzten Gideon Jung und Everton, beides Innenverteidiger. Wir fangen an mit der Startelf. Im Tor spielt Daniel Heuer-Fernandes. Seine Startelfquote liegt bei 100%, somit bestritt er alle 26 Spiele des HSV. Er musste 30 Mal hinter sich greifen, spielte dabei 6 Mal zu 0. Sein Marktwert liegt bei 1,0 Millionen Euro. Als Rechtsverteidiger wird wohl Joscha Wagnumann auflaufen. Dieser hat zwar noch nicht so viel Einsatzzeit, muss aber spielen, da der etatmäßige Rechtsverteidiger woanders spielen muss. Da kommen wir gleich zu. Seine Startelfquote liegt bei 27%, Einsätze hatte er 8, konnte ein Tor selber erzielen, 0 Tore vorlegen. Eine gelbe Karte hat er gesammelt und sein Marktwert liegt bei 2,7 Millionen Euro. Kommen wir nun zum Rechtsverteidiger, der höchstwahrscheinlich in der Innenverteidigung spielen wird. Das ist Jordan Bayer. Seine Startelfquote liegt bei 100%. Er hat bislang 8 von 8 möglichen Spielen mitgemacht. Er konnte bislang kein Tor selber erzielen und kein Tor vorlegen. 3 gelbe Karten hat er aber gesammelt und sein Marktwert liegt bei 2,3 Millionen Euro. Sein Partner in der Innenverteidigung wird der teuerste Spieler vom HSV und das ist Rick van Drongelen. Seine Startelfquote liegt bei 85%, Einsätze hat er bis jetzt 25 mitgemacht, konnte kein Tor selber erzielen, 2 Tore vorlegen, 4 gelbe Karten hat er gesammelt und sein Marktwert liegt bei 7,2 Millionen Euro. Der Linksverteidiger wird Tim Leipold. Seine Startelfquote liegt ebenfalls bei 100%, 26 Einsätze hat er bislang bestritten, ein Tor konnte er selber erzielen und 13 vorlegen. Das ist
Echt gute Quote. 3 gelbe Karten hat er gesammelt. Der Marktwert liegt bei 2,4 Millionen Euro. Im defensiven Mittelfeld spielt der von den Bayern Amateuren ausgeliehene Adrian Fein. Seine Startelfquote liegt bei 85%. Einsätze hat er 24 für den HSV, ein Tor konnte er selber erzielen, 3 vorlegen, eine gelbe Karte hat er gesammelt und seinen Marktwert 5 Millionen Euro, damit zweitteuerster Spieler beim HSV, wenn auch nur ausgeliehen. Der erste im zentralen Mittelfeld wird Luis Schaub. Der vom 1. FC Köln ausgeliehene Spieler kommt auf eine Startelfquote von 85%. Einsätze hat er gerade mal 8 mitgemacht, konnte dabei kein Tor selber erzielen, ein Tor aber vorlegen, eine gelbe Karte hat er gesammelt. Unser Marktwert liegt bei 3,2 Millionen Euro. Neben ihm spielt Jeremy Duziak. Seine Startelfquote liegt bei 73%. Er konnte bislang 22 Spiele für den HSV mitmachen. 3 Tore selber erzielt, 2 vorgelegt. Eine gelbe Karte hat er gesammelt und sein Marktwert liegt bei 1,6 Millionen Euro. Im offensiven Mittelfeld spielt tatsächlich der einzige Spieler beim HSV, der die magische Marktwertgrenze von 1 Million Euro nicht überschreitet. Dafür aber eine absolute Legende im deutschen Profifußball. Die Rede ist natürlich von Aaron Hunt. Seine Startelfquote liegt bei gerade mal 42%. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass er morgen spielen wird. Einsatz hat er bislang 15, 4 Tore selber geschossen, 2 Tore vorgelegt, eine gelbe Karte gesammelt und er hat einen Marktwert von 600.000 Euro. Die Doppelspitze im Sturm belegt zum einen Lukas Hinterseher. Er kommt auf eine Startelfquote von 73%, konnte bislang 23 Spiele vom HSV mitmachen, 9 Tore selber erzielt, 3 Tore vorgelegt und 4 gelbe Karten hat er gesammelt. Sein Marktwert beträgt 1,6 Millionen Euro. Der letzte Spieler wird Martin Harnik. Er kommt zwar nur auf eine Startelfquote von 52%, ich denke aber trotzdem, dass er spielen wird, wenn sie auf die Doppelspitze zurückgreifen. Er kam bislang auf 15 Einsätze, 2 Tore hat er selber erzielt, 2 Tore konnte er vorlegen und sein Marktwert beträgt 1 Million Euro. So, und damit sind wir am Ende unserer Gegenanalyse zum Hamburger Sportverein angelangt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen oder ein Abo auf diesem Kanal. Und wenn ich irgendwie Blödsinn erzählt habe über irgendeinen Spieler, über irgendeine Statistik, gerne, liebe HSV-Fans, in die Kommentare schreiben. Hilft mir natürlich auch weiter, wenn ihr mich da korrigiert. Ja, ansonsten würde ich sagen, Dynamo Dresden wurde verlegt. Dann sehen wir uns zur nächsten Gegenanalyse wieder. So, ja, wir vergessen, gehen wir eben was spielen. Da ist das Auswärtsspiel bei Holstein Kiel. Bis dahin würde ich sagen, gehabt euch wohl, euer Meantuber. Nein, Spaß, Alter. Bis zum nächsten Video. Sie sind geistig behindert.